die vielen interessanten Gespräche, die wir geführt haben, vor allem, wo wir uns gegenseitig überzeugen wollten, über Sinn und Unsinn der Zuverdienstgrenze. Wir haben es nicht geschafft, Und ich bedanke mich auch, dass du im Rahmen der Hohen Hausmusik mein musikalisches Talent zumindest für kurze Zeit erkannt hast. Alles Gute und ich bin mir sicher, dass du weiter eine sehr aktive Zukunft vor dir hast. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir werden auch natürlich diesem Ausbau der Tagesbetreuung zustimmen. Einerseits, weil die Mittel aufgestockt werden und weil das Tagesbetreuungsangebot in zumutbarer Entfernung, dort wo es gebraucht wird, ausgebaut wird, also in zumutbarer Entfernung zum Wohnort ausgebaut wird, auch die Möglichkeit, dass das regional übergreifend ausgebaut wird. In diesem Zusammenhang möchte ich wieder mein immerwährendes Thema der Abschaffung der Schulsprengel erwähnen, denn Schulsprengel, und mittlerweile hat ja auch das Burgenland diese Schulsprengel abgeschafft, Schulsprengel hindern daran, dass diese Betreuungsangebote, diese Ganztagesangebote auch regional und bezirksübergreifend eingerichtet werden können. Und diese Hindernisse haben in der heutigen Zeit eigentlich keinen Platz mehr. Sehr positiv finden wir, dass es ganz klare Qualitätskriterien gibt. Das heißt, die Sicherstellung einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Ich denke nur an unseren 6-Parteien-Antrag, den wir hier herinnen beschlossen haben, für die tägliche Bewegungseinheit. Und hier ist es auch sehr wichtig, je nach Region, je nachdem vor Ort mit den Vereinen gut zu kooperieren. Auch wichtig, dass klar geregelt ist, dass die Aufenthaltsräume, die Spielplätze und so weiter dementsprechend ausgestattet werden sollen und auch das Geld dafür verwendet wird. Und was ich sehr begrüße, auch im pädagogischen Gesamtkonzept, dass es möglich ist, Lernbetreuung zu machen, Förderunterricht, aber auch Begabtenförderung einzuplanen. Denn das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig in Zukunft und das ist, macht auch diese Ganztagesschule so sinnvoll, dass all diese Lernarbeiten, Förderungen und so weiter in diesem Bereich in der Schule abgedeckt werden. Denn dann hört sich auch einmal die Diskussion auf, die jedes Jahr wieder in Erscheinung tritt, wenn es heißt, wie viel Geld die Eltern für Nachhilfe, für private Nachhilfe ausgeben. Und das ist derzeit ein sehr, sehr großer Brocken. Das geht in viele Millionen und es sind immerhin 21% der Schüler hier in Österreich, die eine private Nachhilfe brauchen. Die Eltern können es sich nicht alle leisten. Das ist schon einmal die große Ungerechtigkeit. Und andererseits wirft es auch kein gutes Bild auf unser Bildungssystem, wenn wir so viele Nachhilfeschüler haben. Aber hier besteht die große Chance in dem Bereich der Ganztagesbetreuung, im Bereich der Ganztagsschulen. Und ich denke, das Angebot muss da sein. Die Eltern sollen entscheiden im Rahmen der Schulpartnerschaft, welches Angebot sie annehmen und das ist richtig und gut so. Also ein Beschluss heute, der in die richtige Richtung geht und vor allem auch in die Richtung, dass Schule immer mehr zum Lebensraum wird und dieser Lebensraum auch den Bedürfnissen entsprechend der Schülerinnen und Schüler gestaltet werden soll. Herr Abgeordneter Stefan Markowitz, bitte.